Wie findest du deine Vision? In diesem Video geht es um deine Ziele und wir wollen sie schriftlich festhalten. Nimm dir also am besten Stift und einen Zettel und fang einfach an, wild zu schreiben. Da wir meistens Blockaden haben und unsere Ziele uns zu klein machen, empfiehlt sich folgende Frage. Wenn du sicher Erfolg hättest, was würdest du haben? Was würdest du tun? Und wer würdest du sein? Du kannst die Frage auch umformulieren und sagen, wenn du keine Angst hättest, keine Angst zu versagen, was wären deine Ziele? Die meisten Menschen von uns packen viel zu viel rein an Tasks, an Aufgaben für den nächsten Tag. Wir haben 25 Tasks und am Ende des Abends merken wir, knappes Ding und das produziert Stress. Unser Gehirn ist nicht dafür konzipiert, um besonders gut unsere Zeit einzuschätzen. Das schaffen wir nicht mehr in der Vergangenheit, in der Zukunft sind wir richtig mies darin. Wir packen zwar immer viel zu viel in den Koffer der Zukunft, wenn es aber um unsere Vision geht, also viele Ziele und auch Werte, auf 10, eventuell sogar 20 Jahre gerechnet, da sind wir sehr bescheiden und können uns kaum vorstellen, zu was wir fähig sind. Also nimm alle Kritiker, alle Blockaden und negative Muster, pack sie weg und fang erstmal an und stell dir vor, wie deine ideale Zukunft aussehen könnte. Völlig fantasie- und wertfrei. Dabei würde ich dir raten, andere Menschen rauszulassen. Und egal, was du aufgeschrieben hast, zeig es nicht mal deinem Partner. Zeig es niemandem, es muss privat bleiben. Wenn du so wahnsinnig fantasierst, dann macht es erstmal Spaß. Und im Worst Case passiert es halt, dass du am Ende deine Vision nicht zu 100% erfüllst. Na und? Dann hast du immerhin einen Teilerfolg. Du wirst dich aber wundern, wenn du das mal wirklich schriftlich fixierst und noch ein paar andere Schritte gehst, was am Ende tatsächlich rauskommt, kommen kann. Gut, gehen wir nochmal die einzelnen Punkte durch. Wir sagten haben, damit würde ich anfangen, weil es am leichtesten ist. Stell dir vor, was hättest du gern? Es kann ganz materialistisch sein, wie ein Haus mit Garten oder ein besonderes Auto oder besondere Kleidung oder ein Hund. Du könntest aber auch, und das würde ich dir raten, deinen Körper mit reinnehmen. Das heißt, welche Gesundheit hättest du? Wie fit wärst du? Was hast du für einen Körper? Jetzt wird's spannend. Machen. Was würdest du tun jeden Tag? Wie wäre dein idealer Tag oder deine Traumwoche? Das heißt, welche Leidenschaften gehst du nach? Welche Hobbys? Welche Arbeit? Kannst du es kombinieren? Was würdest du erschaffen? Und dabei ist einmal wichtig, dich zu fragen, welchen Nutzen hast du davon und welchen Nutzen haben andere Menschen oder andere Tiere davon? Und die letzte Frage ist sehr wichtig, weil es immer um Geben geht. Es geht immer darum, einen Wert zu erschaffen und den anderen Menschen zu geben. Ob du dafür Geld bekommst oder nicht, ist an der Stelle noch egal. Stell bei den Fragen erstmal, nimmst du das Geld raus, du nimmst heraus, dass du davon abhängig bist, du nimmst sogar die Zeit raus, du nimmst dir erstmal nur das, was du wirklich machen würdest, was du gerne tun möchtest. Du kannst ja auch solche Sachen aufbauen oder aufschreiben wie, ich möchte in 2 Jahren nach Japan fliegen oder ich möchte einen Tauchkurs machen. Auch solche Dinge, solche einmaligen Dinge kannst du auch in deine Liste schreiben. Das macht Spaß und motiviert. Jetzt wird es schwieriger. Jetzt geht es um deinen Charakter. Wie stellst du deinen Charakter in der Zukunft vor? Bist du eher jähzornig oder fröhlich und mutig? Welche Rollen erfüllst du? Du hast immer verschiedene Rollen. Du bist entweder Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Du bist Nachbar, Vereinsmitglied, Mitarbeiter, Chef. In irgendeiner Form hast du verschiedene Rollen. Wie stellst du dir deine verschiedenen Rollen in der Zukunft vor? Wie erfüllst du diese? Und am Ende die wohl wichtigste Frage, die du auf keinen Fall auslassen darfst. Welche Beziehungen hast du zu deinen Lieben, zu deinen Mitmenschen? Also bist du mit deinen Mitmenschen voller Liebe und Freude oder willst du mit denen ständig in Zank sein? Wohl kaum. In diesem Video geht es erstmal nur um diesen ersten Schritt. Blockaden weg, Stift wild aufschreiben. Du kannst eine Liste machen und die abarbeiten. Ich persönlich finde es Mindmapping, also ein Punkt und dann sternförmig weggehen. Der nächste Punkt, oh, wie viel Geld verdiene ich? Aha. Und der nächste Punkt. So funktioniert eher unser Gehirn und so sind wir freier und kreativer, wenn wir fantasieren wollen. Und du musst das auch nicht alles heute fertig machen. Du fängst einfach nur an und machst es nach und erweiterst es.
In dem nächsten Video geht es dann darum, wie du das, was du völlig wild fantasiert hast, klug fixieren kannst und es nutzen kannst für deine Zukunft. Viel Spaß und viel Erfolg bei der Übung.